Willkommen zurück zu Spellforce 3 im Labor von Isamu. Also Isamu Tahas Labor. Der Vater von meinem Hauptcharakter. Da sind wir jetzt gerade drin und wollen ja noch ein bisschen entdecken, was wir so was wir so finden können. Also, ne, wollen wir so ein bisschen gucken und hier so, also das Labor erkunden und dann eben auch noch Rondalakane beschützen, weil der ist ja auch noch dabei. Und der kann zwar einen riesen Feuerball zaubern, der einfach mal komplett alles explodieren lässt, aber wenn es dann hier rumgeht, das Labor zu erkunden, da ist er leider ein bisschen schwach. Ne? Also, das ist schon, da muss man Prioritäten setzen. Okay, frag mich jetzt aber, wie sind wir von hier oben gekommen, ne? Von da, also hier, da sind wir gekommen, ist aber merkwürdig, ist aber mittendrin einfach hier der Eingang ist, ne? Ja gut, wir schauen uns hier nochmal ein bisschen weiter um. Verdammt, seht ihr das? Es bewegt sich. Beim Licht. Man kann damit reden, das ist eine Sprechblase im Kopf. Schauen wir uns das mal an. Ich mag dieses Ding nicht, Haha. Es ist falsch. Verstehst du mich? Was ist hier passiert? Was bist du? Es scheint uns zu verstehen. Zumindest ein bisschen. Ja. Okay. Fragen wir mal. Wobei, ich denke mal, auch wenn das uns versteht, wir verstehen das ja nicht, ne? Was bist du? Hat Isamu dich geschaffen? Ja, interessant. Jetzt weiß ich mehr, auf jeden Fall. Weißt du irgendetwas über den Blutbrand? Ah, interessant. Was für eine Erkenntnis. Ich glaube, wir verschwenden hier nur unsere Zeit. Gehen wir weiter. Wir sollten es töten. Was? Dieser Ort. Es ist eine einzige Blasphemie. Nur der Allvater sollte die Macht haben, Leben zu formen. Und wir sollten dieses Ding von seinem Leid erlösen. Ich sage es nur ungern. Aber im Kern stimme ich euch zu, Lakaien. Dieses Wesen ist gegen die Natur. Und wir sollten es töten. Zwei sagen, ja, wir sollen es töten. Und, naja. Zwei sagen, wir sollen töten. Die beiden sagen nichts und ich... ja, machen wir's. Wir töten es. Gut. Achso, jetzt triggert einfach nur ein normaler Kampf. Ja, guter Plan. Das kriegen wir schon so. Es ist tot. Gut. Immerhin ist Goa damit dann zufrieden. Klingt gut. Okay, können wir nicht weiter. Aber die anderen, die sagen zumindest auch gar nichts dazu, dass wir die getötet haben. Das ist wieder. Da waren wir ja schon drin. Das, in Ordnung. Dann brauchen wir den nochmal rein und jetzt. Das ist deswegen ein komisches. Das sind mehrere. Das ist eine weirde Statue. Blasphemie. Kein Mensch sollte die Macht haben, Leben auf diese Art zu formen. Ja. Lebende Tote. Mach kurzen Prozess mit. Gehen wir es an. Oh nein, wir haben Feinde vor uns. Wir sind irgendwie wieder unfähig, irgendwas zu machen. Und irgendwer heilt. Das hier, ne? Ja, verstummt. Genau, wir wurden aber verstummt. Okay.
Verstanden. Ah, oh, oh. Ja, aber das können wir ja selber als Hauptcharakter nicht anziehen. Scheinbar. Konstitution 7. Hat irgendwer Konstitution 7? Ja, oh, ja. Warum nicht? Und hier Konstitution 8. Wenn wir dann ihnen beim nächsten Level Up noch... Warte, was macht Konstitution? Macht das gesamt an Lebenspunkt? Na, schade, weil ich will ihn eigentlich beim nächsten Level Up, will ich nicht wieder Attributspunkte vergeben kann, möchte ich ihn eigentlich eher... hier, Willenskraft ihm geben. Weil er braucht ja Fokus. 4 Fokus. Um den Dämon zu beschwören, den ich ja beschwören möchte mit dem. Und das funktioniert natürlich auch nur, wenn er in Willenskraft ein paar Punkte drin bekommt. Ich will ihn jetzt auch nicht unbedingt umskillen, weil dann muss ich alles hier wieder reinskillen. Dann muss ich, ja, weiß nicht, von Stärke was runternehmen oder von Geschicklichkeit und dann da noch in Willenskraft. Ist das, nee, das lassen wir alle so. Das klappt wahrscheinlich auch hier genau wegen Stärke. Funktioniert es auch gar nicht so wirklich, weil Stärke 6 und so weiter und so fort. Also das würde alles irgendwie komplett Uram zerschießen. Deswegen lassen wir das so und warten dann, dass wir weitere Skillpunkte bekommen. Und skillen nicht um. Aber ich weiß, dass es geht. Klar, wir haben ja noch dieses Umskill-Potions hier. Aber wie gesagt, wenn ich das mache, dann kann es sein, dass ich das dann so umskille, dass dann dass er die Waffe nicht mehr nutzen kann zum Beispiel oder sowas. Das ist dann irgendwie ganz doof. Das will ich dann irgendwie auch nicht riskieren. Dann lassen wir das lieber so, wie es jetzt ist. Noch mehr Feinde. Schnell nochmal hier einen Zauber drauf machen, solange wir noch können und nicht verstummt werden. Und dann können wir natürlich auch gucken, was wir so alles noch entdeckt haben. Hier Drakoniden haben wir ja so ein, ja, Drache Wyvern Ding haben wir da schon gefunden. Kann man alles. Wir haben hier große, da sehen wir auch die verschiedenen Versionen von denen, ne? Ist ganz cool. Kann man so ein bisschen nachgucken. Dämonen haben wir auch schon. So ein Sippenfresser, so sieht so ein Sippenfresser aus. Und ein Altdämon. Er sieht schon so ein bisschen mehr so dämonisch aus, wie man das so gewohnt ist. Aus Fantasy-Spielen. Eher so Froschfüße, ne? Also da sieht man so ein bisschen diese Häute dazwischen. Was ja eher so Tiere haben, die im Wasser leben, Amphibien, Wasseramphibien oder whatever. Die haben das ja eher. Verschiedene Goblins, beziehungsweise das sind ja glaube ich auch diejenigen, die wir selber bauen können, ne? Golems, Verschlingerin, genau, Verschlingerin in der, ja, ich glaube, kann er nicht einen Verschlinger, nee, ich glaube, Sippenfresser beschwören oder was, was konnte er beschwören? Er konnte doch irgendwie, ach, einfach nur einen starken Dämon, okay, da ist nicht bekannt, was für eine Art von Dämon, einfach nur ein Dämon. Naja, whatever.
Und wenn es Schlinger Rin oder Verschlinger, das ist quasi auch, wenn er gesagt wurde, oh, Dämon, oh. Oh, Dämon. Und so weiter und so fort. Gehört in die Kategorie Golem. Ja, haben wir auch wieder was gelernt. Und, ja. Bringt uns aber nichts weiter. Weil, was bringt uns das? Was bringt uns das Wissen jetzt? Alles klar. Aber trotzdem wissen wir das jetzt. Whatever. Aber hier ist irgendwie gar nichts. Ja, ich guck hier mich ein bisschen um, ne? So, seid ihr euch sicher? Alles Mögliche, sicher. Wie die Wege hier lang gehen, wo ich noch nicht war, ne? Das Gute ist ja, ne? Ab Spellforce 2 war das ja so, dass die Maps sich beim Neuladen ja nicht wieder verdecken. Und bei Spellforce 3 ist es natürlich auch nicht mehr so. Und, das ist natürlich immer sehr schön, weil man dann schon sehen kann, wo war man denn schon alles gewesen und wo noch nicht. Eine Abscheulichkeit! Achso, ich hab. Ah, verdammt, ich hab mit dem anderen Zauber habe ich einfach den Messer überschrieben. Nein, gut, egal. Egal. Das geht auch so. Wer ist du? Mal, Arcane macht ihn jetzt hier ganz alleine fertig, weil wir alle immer gestunt oder verstummt werden. Ja, Kinderspiel. Hilf mir jemand, verdammt! Ich glaube, das wird schon überleben. Weise Wahl. Oh, da lebt noch einer. Naja, Lacaine, der heilt uns ja auch. Also der macht hier die ganzen Heilzauber, da brauchen wir selber nicht Heilzauber sprechen. Okay, da ist wieder so ein Knopf. Da, ich glaube sogar, das sieht danach aus, als müssten wir da sogar rein. Das sieht sehr, gut, sehr einladend aus, dass das auch unser Ziel ist. Hallo? Interessant. Oh, Ringe. Ringe, es gibt wieder Ringe. Boah, nö, warum ist eigentlich nicht, ne? Was ist sie hier? Ah, sie hat so einen 30 Lebenspunkte-Ring an. Also der schützt sie nicht, dann gibt ihr aber noch 30 Lebenspunkte. Ah, kann man aber auch eigentlich lassen. Das ist jetzt nicht so. Oh. 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 Oh, oh, was ich da? Goa, ich glaube, du bekommst mal nochmal denselben Ring. Hier ist plus 5 Fokus drauf. Kommt der hier. So. So. Jetzt kann er. Jetzt hat er wahrscheinlich genug Mana, um den Dämon zu beschwören. Na, sieh mal einer an. Das werden wir dann mal machen. Gut. Komm, wir müssen noch irgendwelche Gegner rumlaufen. Na schön. Tiaras Atem. Ich vermute, dort haben sie diese Körper geformt. Uah, das ist widerlich. Sicher. Oh, ein geschwärzter Stab der Umgebungsmagie. Aber ich glaube nicht, dass das besser ist, als das, was wir haben. So, ich schau mal kurz. Sind noch ein paar Sachen hier gekommen. Eine ganz wichtige E-Mail ist gerade angekommen, die mich sehr freut, dass sie angekommen ist. Das werde ich jetzt aber hier nicht erzählen, worum es sich handelt. Aber trotzdem freue ich mich gerade sehr, dass es passiert ist. Mit dem brauche ich gar nicht zu begleichen. Hier eigentlich auch nicht.
Und aber mit ihm hier. Eigentlich auch nicht. Nee, lassen wir das. Das ist, glaube ich, auch an sich nicht gut genug für unsere Leute, aber immerhin. Ja, dann gehen wir mal weiter und gucken mal uns weiter um. Scheinbar. Ah, er ist 15 Minuten aufgenommen. Ja, erst, ne? 15 Minuten ist schon. 15 Minuten halt, ne? Aber. Oh, hier ist was. Aha. Was haben wir denn hier? Haben wir etwa genau den Ort gefunden, den wir finden wollten? Na dann, werden wir mal hier ein bisschen reden, würde ich sagen. Wenn die denn auch redet und wie die verstehen. Den Geist. Ja, natürlich nicht. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist unmöglich. Helena? Kennt ihr dieses Ding? Es sieht aus wie jemand, den ich kannte. Damals, als ich noch für meinen Vater gekämpft habe. Also war sie ein Rebell? Sie hat sich meinem Vater widersetzt. Genau wie ich. Darum hat er sie umgebracht. Was auch immer sie vorher gewesen ist, jetzt ist sie ein Wiedergänger. Mit anderen Worten, sie ist gefährlich. Natürlich. Ein Geist auf der Suche nach Erlösung. Aber Lakaien, sag jetzt nicht, dass wir den jetzt auch noch töten müssen. Wiedergänger. Ich habe schon eine Menge Untote gesehen, aber das hier ist mir neu. Was ist das? Ein Wiedergänger? Yal-Kedara, ein Geist auf der Suche. Wenn eine Person mit einer unerfüllten Begierde stirbt, mit einer Art inneren Geißel, so kann es sein, dass sie als Wiedergänger zurück in die Welt kehrt, mit dem Ziel, Erlösung zu finden. Es ist ein magisches Phänomen. Wow. Krass. Sie scheint uns nicht wahrzunehmen. Es. Und nein, tut es nicht. Wiedergänger werden eher von groben Emotionen und magischen Auren gelenkt als durch das Sehen, Fühlen oder Hören. Wenn es stimmt, dass ein Wiedergänger ein Geist ist, der nach Erlösung sucht, dann ist sie wegen Isamu hier, um Rache zu nehmen. Wahrscheinlich. Ich denke, wir... Isamu! Beim Licht. Du hast mich geraubt, Taha! Du hast mich geraubt! Du hast Zahne geraubt! Sogar dein eigenes Kind! Aber es ist vorbei! Ich habe dich gefunden! Zaras Clown! Es scheint zu denken, ihr wärt Isamu! Helena, ich... No! Das ist ein Missverständnis. Dass solche Storygespräche auch durchaus geskippt werden können, wenn man das hier drückt. Das finde ich ein bisschen blöd. Okay, sie kann auch noch Gegner beschwören und all sowas. Also sie hat ja so richtig die... Das machen wir. Wir müssen jetzt hier einen Dämon beschwören. Achso, muss ich das auf ihn drauf machen? Warte mal, wo ist denn der? Warte mal. Worum geht's? So, du beschwörst jetzt hier den fucking Dämon. Das ist das Vieh, was wir... Oh, lol. Kein Problem. Können wir es kontrollieren? Ja, das können wir kontrollieren. Ein Altdämon hat er beschworen. Macht euch bereit. Ein
sterben kalt. Okay, das hält ja mega kurz an. Wird schon schief gehen. Okay, bin ein bisschen unterwältigt, muss ich ehrlich sagen. Achso, ja, aber das Viech hier, das lebt noch, ne? Jawohl. Es ist vorbei. Sie ist tot. Ja, das war sie schon lange Zeit, Taha. Ich weiß nicht, was sie euch bedeutet hat, aber diese Kreatur war nicht die Frau, die ihr kanntet. Wird sie zurückkommen? Als Wiedergänger? Wiedergänger kehren nur ein einziges Mal zurück. Wenn das anders wäre, würde diese Welt jetzt von Tausenden ihrer Art heimgesucht. Sie ist jetzt beim Licht. Na gut. Ich verstehe nicht, warum sie dachte, ich wäre er. Das bedeutet gar nichts. Der Verstand eines Wiedergängers, sofern man ihn so bezeichnen kann, funktioniert nicht wie der unsere. Er reagiert nur auf grobe Emotionen und Auren. Sie muss die Ähnlichkeit zu eurem Vater erkannt haben. Ja, man wird teilweise, ja, wir wurden ja schon verwechselt auch, ne? Also, ich glaube, das kam sogar schon mal vor und ja, das ist natürlich doof, ne? Gehen wir. So, jetzt müssen wir nur noch unsere Lakaien beschützen und gar nichts mehr machen hier scheinbar. Sicher doch. Okay. Seid ihr euch sicher? Ja, die Dämonenbeschwörung war wirklich ein bisschen unterwältigt, weil der hatte richtig viel Leben gehabt. Hat ein bisschen zugeschlagen und ist dann einfach gestorben, weil er wahrscheinlich irgendwie so ein Zeitlimit hat. Ich dachte, der hat halt kein Zeitlimit. Aber wir können das ja nochmal ausprobieren. Wir können ihn ja einfach so beschwören, oder? Geht das? Können wir ihn einfach so beschwören? Ich glaube schon. So, hat er irgendwie Zeitlimit? Immun gegen Betäubung, hartnäckig und immun gegen Stille. Nö, er hat aber kein Zeitlimit hier. Also wir können damit Bücher rumlaufen. Über Bücher. Hat mein Vater die alle gelesen? Unwahrscheinlich. Er hat ein Zeitlimit. Und er hat ein sehr, sehr kurzes. Ich weiß auch nicht. Und jetzt hat er auch wieder 25 von 25. Ach, warte mal. Wir sind ja eigentlich durch mit der Folge. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Ich will mal kurz gucken. Basiert das Zeitlimit darauf, wie viel wir haben an Mana? Also quasi. Ne? Ich verbrauche halt die Mana nicht. Was? So, jetzt habe ich 3, okay. Habe ich 13, 14. Holy shit, wie schnell regeneriert er sich? So. Oder einfach nur, weil keine Gegner hier in der Nähe jetzt schippt er einfach. Das ist halt so schade, der soll halt nicht. Ah, das ist so schade. Das ist Begleiter quasi. Der soll halt begleitermäßig dann immer da sein. Das ist so. Ich den beschwöre, bis er halt stirbt, das wäre halt geil. Aber das habe ich mir halt auch so gedacht, aber nee, ist halt nicht. Ich kann das nicht machen. Das ist halt sehr schade. Hm? Ah, schauen wir uns das mal an. Ja, schauen wir uns das mal an. Interessant. Sag mal. Schauen wir uns das mal an. Ja, Bücher lese ich ja jetzt erstmal nicht durch. Ah, kann ich ja selber spielen und lesen. Eigentlich wollte ich die ganzen Sachen lesen, aber irgendwie habe ich mich jetzt insgeheim doch dazu entschieden, das nicht zu machen. Ja. Wir haben jetzt hier so einen Teleporter. Kann ich hier irgendwas mal. Ja, hier, guck mal da. Gut,
Wir waren nicht sicher, ob irgendetwas, was hier ist, vielleicht dazu führt, dass wir in der Story weiterkommen. Weil dieses Buch können wir hier gar nicht benutzen. Irgendwie. Aber wir können hier noch weiter nach oben. Okay, das machen wir in der nächsten Folge, haben wir erst. Ich loot mal hier nochmal kurz das Zeug hier. Klingt gut. Dann würde ich sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Wir können jetzt einen Dämon beschwören. Richtig cool aussehende Dämon, der aber wirklich nur gefühlt so 5 Sekunden bleibt oder so. Wobei, der ist länger geblieben im Kampf, aber ich glaube, das lag auch daran, dass wir im Kampf waren, ne? Ich denke mal, dass es auch daran gelegen hat. Was ich aber ein bisschen doof finde, weil er wäre natürlich ganz geil, wenn man den Film so lange wie er lebt, also Lebenspunkte hat, mitnehmen kann, weil dann nämlich kann man so, wenn man den gerade nicht dabei hat, so ein bisschen so einen Kampf vorher vorbereiten und dann kann man sich den Dämon dann noch dazu holen und zack. Wäre schon ganz geil. Na? Aber vielleicht kann man das ja auch, oder? Ja, ich weiß nicht. Ich guck noch mal kurz nach. Eventuell kann man ja das ja noch öfter skillen, oder? Es gibt halt keinen Teil. Ja, nee, es gibt keinen zweiten. Ihr maßgebliches Attribut ist Willenskraft. Denn nur zwei in Willenskraft. Das maßgebliche Attribut für diese Fähigkeit. Okay, hier. Wirkzeit 5 Sekunden. Wirkungsdauer. Also, ich weiß gar nicht, eins von beiden. Also, Wirkungsdauer 6000 Sekunden? Aber das ist die Wirkungsdauer. 6000 Sekunden. Glaube ich nicht, dass das 6000 Sekunden sind. Die Wirk... Also, ja... Also... Wirkungszeit... Also, nee, Wirkzeit klingt für mich so... Ja, das ist so... das ist so die Zeit, die er braucht, um das abzuschließen. Also quasi die Cast-Zeit, um es zu casten. Klingt aber gleichzeitig auch irgendwie wie, ja, solange wirkt dieser Zauber, wenn er dann gecastet wurde. Dann frage ich mich aber, dann muss ja Wirkungsdauer, muss dann ja dann quasi die Castzeit sein. Und 6000 Sekunden braucht er ganz bestimmt nicht. Andersherum, wenn man sagt, okay, die Wirkungszeit ist wirklich die Castzeit, 5 Sekunden, ja, okay. 6000 Sekunden aber, bleibt der Dämon ja nicht da, denn der stirbt ja sofort dann wieder. Das verwirrt mich halt. Und Abklingzeit 60 Sekunden, ja, das stimmt. Das haben wir ja gesehen. Aber das ist halt super merkwürdig. Und halt das maßgebliche Attribut des Willenskraft eventuell liegt halt daran, dass wir nur zwei Willenskraft haben und deswegen der zu langsam, so schnell wieder stirbt. Ich habe keine Ahnung. Also aktuell ist der halt noch so ein bisschen, ja cool, wir können Dämon beschwören. Aber so im Grunde genommen auch irgendwie langweilig. Wir müssen mal sehen, wie das im Laufe des Spiels dann sich doch vielleicht ändern wird. Also, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.